Reggiano ist eine hübsche Gemeinde mit 2000 Einwohnern und liegt auf der östlichen Seite der Scapo di Leuca. Die Gemeinde gehört zu den authentischen Ostkernen von Italien. Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten sowie historische prächtige Denkmäler und auch wunderschöne Landschaften, die die Natur und das Meer in den Mittelpunkt rücken. Das Gebiet von Tigiano erhält noch die typisch salentinische Schlichtheit. Fruchtbare Olivenbäume und alte traditionelle Gebäude der bäuerlichen Gemeinschaft sowie die Terrassen aus Stein, die sogenannten Pajare, bäuerliche Rundsteinhäuser, die aus Steinen gebaut werden, die man von den Feldern absammelt, und die befestigten Masserien. Und so ist es kein Zufall, dass sich das berühmte Hollywood-Paar Helen Mirren und Taylor Hackford auf dem Land von Tigiano angesiedelt und die alte Masserien Torre Matine aus dem 16. Jahrhundert renoviert hat. Die Olivenbäume wachsen üppig auf der Ländereien von Tigiano und weite grüne Flachen erstrecken sich auf das gesamte Gebiet. Jahrhundertelang haben Anbau und Produktion des hochwertigen Öls die örtliche Wirtschaft gestärkt. In den Olivenhainen kann man oft die alten sogenannten Pajare sehen, das bäuerliche Rundsteinhäuser sind, die aus Stein gebaut werden, die man von den Feldern absammelt. Die Pajare wurden auf unterschiedliche Weise genutzt. Sie waren entweder Lagerungsorte landwirtschaftlicher Geräte oder Tiere Unterstände. In den Sommermonaten wurden sie auch als Wohnhäuser genutzt. Seit jeher wird der Bestand an Olivenbäumen vom Vater auf den Sohn übertragen. Noch heute zeigen die Landwirte eine starke Hingabe zur Pflege ihrer Bäume. Die Altstadt hat noch heute alte Gebäude in traditioneller Bauweise und ist mit Palazzi und Gotteshäusern bereichert. Die ersten schriftlichen Zeugnisse von Tigiano stammen aus der Zeit der Regierung von Karl d'Anjou, als das Dorf zur Grafschaft von Alessano gehörte. Wenn man auf den kleinen Straßen der Ortsmitte spaziert, findet man die typisch salentinische Schlichtheit. Es riecht nach Basilikum und man sieht die warmen Wandfarben oder Wände, deren Fassade im gelblichen Carparo, kalkgranitischer lokaler Stein, belassen sind. Auf der Via Ovidio kann man den charakteristischen Arco dei Trentacani, Bogen der Trentacani, bewundern, ein Gebäude des 16. Jahrhunderts, das mit seiner imposanten Struktur die kleinen umliegenden Häuser zu beherrschen scheint. Das schlichte Oratorium des Herzengel Michael zeigt die religiöse Hingabe der Aristokratie. Die Adelsfamilie Arcella ließ es im Jahr 1590 errichten. Die Adelsfamilie Arcella wohnte in der Nähe der Kapelle. Ganz oben sticht das heraldische Wappen mit einem Schachkreuz hervor. Die Pfarrkirche des Orts wurde im 18. Jahrhundert renoviert. Sie wurde im Barockstil des Salentos verziert. Das Gebäude entsteht auf einem älteren Wallfahrtsort, wo man architektonische Reste aus dem 13. und 16. Jahrhundert bemerken kann. Im Inneren stechen Ornamente aus Marmor hervor, die die Umgebung prächtiger machen und die seitliche Altäre aufwerten. Am Eingang steht das aus dem Jahr 1585 stammende Taufbecken aus Stein, das eines des ältesten des Gebiets des unteren Salentos ist. Der Altar des heiligen Alexander Sauli ist mit den feudalen Ereignissen des alten Adelshauses Serafini Sauli verbunden. Er war Vorfahre des Barons von Tigiano und Auftraggeber der Kapelle Ipazio Serafini Sauli. Das Gemälde ist von besonderem künstlerischen Wert. Es wurde vom Maler Saverio Lillo 1780 gemalt und bildet den heiligen Alexander bei der Segnung der Gläubigen ab. Die Kirche beherbergt außerdem
das aus dem Jahr 1580 stammende alte Bild der Madonna von Konstantinopel. Es gehört zum Besitz der Adelsfamilie Arcella. Die Ikonografie ruft die grausamen türkischen Angriffe ins Gedächtnis, die jahrhundertelang die südlichen Küsten überfielen. Unter den zahlreichen Verzierungen stechen die des hölzernen Chors hervor. Das Chorgestühl wurde mit Temperafarben bemalt und stammt aus den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts. Die Kirche ist dem heiligen byzantinischen Hypatius, Bischof von Gangra und Schutzpatron von Tigiano, gewidmet. Die Kirchengemeinde feiert ihn am 19. Januar. Anlässlich des traditionellen Feiertages von Tigiano verzehrt man normalerweise die sogenannten Pastinache de Sant'Ubati, die Pastinaken des heiligen Hypatius, eine besondere Art von Möhren des Gebietes von Tigiano. Der Baronals Palazzo Serafini Sauli liegt in der Ortsmitte. Wie die meisten feudalen Gebäude des Gebiets der Terra d'Otranto fungierte das Gebäude jahrhundertelang als Schutz für die Bewohner der Stadt und war auch Adelssitz. Im Laufe der Zeit wurde zahlreiche architektonische Änderungen vorgenommen. Der alte Verteidigungsturm stammt aus dem 16. Jahrhundert. Er wurde dem Palazzo des 17. Jahrhunderts später eingegliedert. Noch heute kann man die Pechnasen oben am Gebäude und den kleinen Glockengiebel sehen. Interessant ist der Hauptbalkon. Er ist mit typischer Barock-Ikonografie dekoriert, die um das Monogramm Barone von Tigiano Serafini Sauli ranken. Ab 1985 gehört das Gebäude zur Gemeinde und bietet eine Bibliothek, einen Konferenzraum und einen Museumraum. Das Innere des Palazzos hat breite und helle Räume, die durch den farbigen und prächtigen Majolika-Boden bereichert wurden. Im Hauptsaal versammelt sich heute der Gemeinderat von Tigiano. Von hier erreicht man das alte Oratorium des Palazzos, wo man den im Leciso-Sandstein gemisselten eleganten Altar im Rokoko-Stil bewundern kann. In den Räumen des Palazzos findet man das Museo della Civiltà Contadina, das Bauernmuseum. Hier werden zahlreiche Sachen und traditionelle Gerätschaften des vergangenen Jahrhunderts aufbewahrt. Vermächtnis der landwirtschaftlichen und ländlichen Welt des Talentes. Es ist möglich, die Rekonstruktion eines typischen Schlafzimmers der Vergangenheit zu bewundern, wo ein Original-Webstuhl ausgestellt wird. Einst wurde er für die Herstellung des Aussteuer- und Kleidungsstücken der Familie von den salentinischen Frauen benutzt. Die Gemeinde von Tigiano und das Ehepaar Miren-Heckford haben sich darauf verständigt, hier das neue Museum des Western Kinos einzurichten, das der italienischen Filmkultur des Spaghetti Western gewidmet werden wird. Von dem Palazzos Hof kommt man auf den graziösen typisch italienischen Garten rein, mit Magnolien und wohlriechende Zitrusbäume angereichert.
Der Park hat 8 Blumenbeete nach einem äußeren und zentralen Straßennetz ausgeteilt. Eine zauberhafte Szenerie, die mit der inneren Fassade des Palazzos und mit den Eingangsarkaden umgeben ist. Die Cooperativa della Rossa, Sozialgenossenschaft Roterde, hat seit einigen Jahren ein Bienenzuchtprojekt für die Honigrente eingerichtet. Auf einer Seite des Gartens ist der Taubenturm, der in der Vergangenheit für die Taubenhaltung verwendet wurde. Die grüne Zone des Palazzos von Tigiano führt zu einem breiten Park von Macchia Mediterranea, voll von hochwassernder Steinreiche und Pinien. Der lange Parkweg des kleinen Waldes führt zu einem Café, das ein Pavillon hat und als Erfrischungspunkt fungiert. Man kann sich in eine unbefleckte Natur versenken, Sport unter freiem Himmel treiben und Freizeit mit den eigenen Kindern verbringen. Der Nasparo-Turm von Tigiano stammt aus dem 16. Jahrhundert. Er ist oben auf einem Felssporn 130 Meter über der Wasseroberfläche gestellt. Er beherrscht die künstliche Landschaft von Tigiano. Die militärische Einrichtung entspricht der von den Küstentürmen der Provinz von Terra d'Otranto. Der Turm wurde im Jahr 1565 auf Befehl vom Herzog d'Alcala, Vizekönig des Königreichs Neapel, gebaut. Früher war er mit dem auf der Küste von Marina Serra von Tricase liegenden Palane-Turm und mit dem in der Gemeinde von Corsano liegenden großen Turm Specchia verbunden. Auf einigen Karten der Provinz von Terra d'Otranto wird das Gebäude Torre di Valiano genannt. Ihr Name stammt aus dem alten homonymen Casale, typisch salentinische Siedlung von bäuerlichen Häusern, das in der Nähe von Tigiano entstand. Wenn man den langen Pfad unten am Turm durchquert, kann man von dem Nasparo-Turm das Meer erreichen und das zauberhafte Panorama genießen. Von hier verzieht sich der Horizont in der Stärke eines zauberhaften Azurblaues, das von den Farben des Mittelmeers verziert ist. Die Hänge der salentinischen Anhöhen scheinen, als ob sie das Wasser streicheln wollen. Sie wirken sich aufs Meer mit Schatten und Klüfte aus. Auf dem Weg zum Meer bewundert man zahlreichen Olivenbäume, alte Trockenmauerwerke auf den typischen Roterde-Länder gebaut. Das Lüftchen aus dem Osten versetzt die scharfen Düfte der Pflanzen, die hier auf den Küsten von Tigiano Wuchern ziehen. Wenn die Sonne untergeht, bekommt die Küste wunderschöne Farben und Schatten. Man kann so die Sehenswürdigkeiten von Tigiano genießen, wo die unbefleckten Landschaften sich mit den Traditionen der Stadt mischen.